Schon wieder vor einer Wechselstation und schon wieder ein NIO hier auf dem Kanal. Dieses Mal aber das große SUV. Genau genommen haben wir euch den EL7 schon einmal gezeigt hier auf dem Kanal, nämlich damals in der chinesischen Variante. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch daran. Da stand der in einem schönen Mintgrün hinter uns. Jetzt haben wir aber die europäische Version. Es gab ein paar Änderungen und wir haben ihn heute im Alltagstest. Und damit hey und willkommen zum Alltagstest des NIO ET7. Den ET7, den ihr so ganz klein da hinten hinter dem riesigen EL7 seht, konnten wir euch bereits hier auf dem Kanal in einem ersten Eindruck zeigen. Und der kommt auch bald in einem großen Vergleichsvideo, denn wir haben den auf die Autobahn geschickt gegen den Audi e-tron GT, um herauszufinden, was sich lohnt auf der Langstrecke. Akku tauschen oder ein schnelles 800 Volt Bordnetz-Ladesystem. Abonniert unbedingt jetzt den Kanal, um das nicht zu verpassen. Heute geht es aber um den EL7. Der ist ein Ticken kürzer als der ET7, hat aber technisch nahezu genau das Gleiche und er hat ein, zwei Raffinessen, die das Fahrzeug theoretisch praktischer machen. Und natürlich, wir starten hier bei Jonas wie immer erst einmal mit dem Roundup. Die Front des Fahrzeuges erinnert sehr an die beiden Geschwistermodelle, also den ET7 und den ET5, auch wenn natürlich durch das höhere Fahrzeug die Front ein bisschen gestreckter wirkt und auch der Lufteinlass von unten etwas nach oben gezogen wird. Mir persönlich gefällt aber diese Front gerade im Vergleich zu dem damaligen ES6, den wir euch zeigen konnten. Das wirkt hier aufgeräumter und insgesamt stimmiger. Die Hauptscheinwerfer sind leider nur mit einer Abblendautomatik, keiner Matrix-Funktionalität, sehen aber cool aus und auch dieses geteilte Tagfahrlicht ist ganz hübsch, auch wenn ich ja nicht der größte Fan von diesen geteilten Systemen bin. So zieht dieser kleine Streifen im oberen Bereich das Fahrzeug noch einmal in die Breite und die hochkant stehenden Hauptscheinwerfer tun ihr Übriges. Insgesamt ist das Fahrzeug sehr, sehr schlicht gehalten. Ich mag ja diesen Look. Was haltet ihr davon? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Den EL7 gibt es dann im Übrigen in 7 verschiedenen Farben. 3 davon sind serienmäßig. Das finde ich ganz cool, denn so hat man nicht so einen einheitlichen Brei, wie das beispielsweise bei Tesla der Fall ist. Im oberen Bereich des Glasdaches hat man dann den LiDAR-Sensor und 2 Kameras. Auch das ist nichts Neues mehr, denn das kennen wir auch von den Schwestermodellen. Wir müssen aber sagen, dass insgesamt das Fahrzeug hier deutlich massiver dasteht. Die Felgen sind im Übrigen hier die optionalen 21 Zoll Felgen für 2.500 Euro Aufpreis. Serienmäßig kommt das Fahrzeug mit 20 Zoll und viel mehr gibt es dann auch nicht. Die Bremssättel in Rot sind im Übrigen auch serienmäßig und wir haben im Radlauf die Kamera, die finde ich nicht zu schön positioniert. Wir haben ja viele Kameras rings um das Fahrzeug, aber diese hier ist wirklich nicht die schönste. Insgesamt kann man sagen, dass das Fahrzeug durch diese Aufteilungen oben schwarz und unten eben die Hauptfarbe plus noch einmal Plastik im unteren Bereich sehr Offroad-mäßig dasteht. Einzig ein paar Details wie zum Beispiel die einfahrbaren Türgriffe erinnern dann, dass es ja ein Elektroauto ist. Und wir haben auch Luxusfeatures wie beispielsweise Softclose. Das zieht sich ja über alle Fahrzeuge hinweg. Das Heck zieht sich dann leicht nach oben, wodurch der Diffusor von unten etwas nach oben kommt. Es gibt optional eine Anhängekupplung und das komplette Dach und alle Elemente sind in Schwarz gehalten. Dadurch setzt sich diese Teilung auch nach hinten fort. Mir persönlich gefällt das Heck, auch wenn es nach unten etwas rundlich wirkt. Aber es gibt ja noch die durchgezogene Leuchtleiste, die das Ganze in die Breite zieht. Genau dieses Leuchtenband erinnert so ein Stück weit an den Porsche Macan. Mich zumindest. Und bis auf diese Finnen, die dann rechts und links so ein bisschen nach oben gehen, ist diese Formgebung mit diesem nach außen dicker werdenden Leuchtenband schon sehr ähnlich zum Porsche. Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ja, dann bestätigt mich auch sehr gern. Wir haben hier im Übrigen das Moon Package. Bedeutet, wir haben die Logos und auch die Schriftelemente hier komplett in Dunkel gehalten. Es gibt optional auch ein helleres Package, das konnten wir euch letztens auch beim ET5 zeigen, dem Model 3 Gegner. Und jetzt widmen wir uns dem Kofferraum. Diesen öffnen wir hier mit einem Druck oder einem Fußkick oder dem Schlüssel oder auch der Handy-App, zu der wir später noch kommen. Und da haben wir echt einiges an Platz. Auch wenn die Hutablage hier oben, also dieses Rollo, erstmal etwas klein wirkt, weil der Weg nach hinten nicht so lang ist, haben wir hier sehr, sehr viel Platz. Ich finde das echt praktisch. Und auch hier drunter haben wir noch einen zweiten Boden. Und wenn ich das hier nehme, so müsste es theoretisch funktionieren. Ihr seht, alles rutscht eine Etage nach unten. Man kann das hier hinterschieben. So.
und rein und dann haben wir noch mal deutlich mehr Platz. Ihr seht, der Kamerarucksack ist jetzt komplett nach unten gerutscht. Wir haben dann zwar rechts und links so ein bisschen, ja, einfach eine Kante, das ist aber ganz normal und wir haben dadurch extrem viele Verstaumöglichkeiten. Darunter ist noch mal ein bisschen Platz, aber nicht wirklich nennenswert. Da ist nur das Tire Kit und noch ein, zwei anderes Zeug an, ja, Material einfach drin und der Subwoofer, nutzbar ist das entsprechend nicht. Was die meisten von euch aber freuen wird, ist, dass wir hier entsprechend die Rücksitze umklappen können, denn das war ja von vielen ein Kritikpunkt, nicht nur, dass wir eine kleine Heckklappe bei dem ET7 hatten, nein, auch, dass man die Rücksitze nicht umklappen konnte. Da kurz eine Lanze zu brechen, zum einen, die Rücksitze im ET7 sind mit einer Massage- und Belüftungsfunktion, haben dementsprechend sehr, sehr viel Technik drin, was es schwieriger macht, das Ganze auch umklappbar zu machen und wenn ihr euch das Video dann noch einmal anschaut, die Sitze sind so weit hinter der C-Säule, dass es vom Winkel gar nicht funktionieren würde, diese umzuklappen. Also hat man sich dort entschieden, diese feststehend zu machen. Das gibt es hier aber nicht. Es gibt aber auch keine Fernentriegelung oder ähnliches, dass ich von hier hinten das Ganze umklappen kann. Und so muss ich mich hier reinklemmen. So. Und das Ganze dann nach vorne ziehen. Und wir machen hier mal die Hutablage für euch direkt im Video raus. Dann habt ihr da ein Gefühl dafür. So, einmal rausnehmen. Und dann könnt ihr hier nahezu eben alles reinladen. Es hat einen leichten Winkel, aber das ist schon deutlich praktikabler. Und so kann man das Fahrzeug wahrscheinlich im Alltag um einiges angenehmer nutzen. Und dann ist natürlich auch die Größe von Fahrzeug nochmal, ja, ein bisschen gerechtfertigter. Denn wenn man dann auch den Platz im Endeffekt nutzen kann, dann ist es natürlich für euch im Alltag eine Erleichterung. Where am I going? From here I don't know. Back where I started. Without you, all I see is darkness, and you're not to blame for these hardships. Und noch bevor wir hier zum Fahreindruck kommen, reden wir kurz über die Verbrauchswerte des Fahrzeuges. Im Alltag lässt es sich mit, sagen wir, Mühe und Not 18 Kilowattstunden bewegen, wenn man so einen Mix fährt aus Überland und Stadt. In der Stadt könnt ihr auch mal 16 Kilowattstunden schaffen. Da muss man sich aber schon wirklich anstrengen. Natürlich ist es ein großes und schweres Fahrzeug. Das macht es einem dabei nicht so einfach. Und man hat ja mit 480 kW auch das ein oder andere an Leistung hier im Fahrzeug. Ich finde das aber okay, eben immer gemessen an der Größe. Wenn man dann sehr, sehr schnell fährt und das Fahrzeug kann ja bis zu 200 km/h fahren, dann hat man das Problem, dass man oben raus natürlich einen erhöhten Luftwiderstand nochmal vermerkt und dabei dann Verbrauchswerte von teilweise über 55 Kilowattstunden zu sehen sind, vor allem wenn man eben entsprechend mit dem Fahrzeug längere Strecken über 200 km/h unterwegs ist, was ja machbar ist und was auch okay ist mit dem Fahrzeug, aber man merkt dann eben, dass man entsprechend deutlich mehr verbraucht. Und so könnt ihr euch irgendwo dort einordnen, aber natürlich nicht im Alltag. Und so kann man sagen, dass man, wenn man dann so Tempo 120, 130 fährt, auf der Autobahn in etwa, muss man an der Stelle sagen, im Komfortmodus, nicht wie ich gerade hier auf der Landstraße, im Sport-Plus-Modus, entsprechend so bei 25 Kilowattstunden auf der Autobahn bei einer moderaten Geschwindigkeit liegt. Fährt man dann 150, 160, ist man bei um die 30 Kilowattstunden und so könnt ihr euch das in etwa dann nach oben rechnen. Das ist aber alles in einem Verhältnis, wie wir es bei anderen Fahrzeugen in der Größe eben auch kennen. Ich bin dann noch gespannt auf euer Feedback dazu in den Kommentaren, also lasst mich das sehr, sehr gern wissen. Man kann mit dem Fahrzeug aber auch auf der Landstraße Spaß haben und das nicht nur, wenn man hier entsprechend gerade Strecken geradeaus fahren kann. Nein, man kann auch in die Kurven gehen. Das Fahrzeug wankt natürlich aufgrund der Höhe immer ein bisschen, aber man kann sich hier schön reinlegen und hat da dennoch Spaß, auch wenn es ja ein SUV ist, aber diese 3,9 Sekunden auf, ja, von 0 auf 100, die wir gerade schon angesprochen hatten, die tun dazu natürlich ihr Übriges und so kommt man hier sehr, sehr schnell durch alle möglichen Situationen. Und damit kommen wir zum Fahreindruck des NIO EL7 auf der Autobahn. Ich fahre gerade mit so knapp 120 km/h, dass ihr ein Gefühl für die Akustik bekommt. Ich finde, dass der Wind sich relativ stark an der Motorhaube bricht. Man merkt also diese hohe Front. Insgesamt ist es aber ein sehr, sehr angenehmes Fahren. Gerade wenn ich jetzt hier auch den Piloten ein Stück weit erhöhe auf einer unbegrenzten Strecke, da kann ich den natürlich hochsetzen. Der funktioniert dann entsprechend auch bis Tempo 165 bzw. sogar darüber hinaus bis knapp 180 geht der Pilot ohne Probleme und macht eigentlich alles, was er soll. Dazu haben wir ja den LiDAR-Sensor oben am Fahrzeug, verschiedene Kamera komplett um das Fahrzeug herum verteilt und so sieht es das Fahrzeug eigentlich alles, was passiert, außer den LKW, der da rauszieht. Den hat er jetzt nicht so schnell erkannt. Das ist dann auch besser, wenn man eben entsprechend als Fahrer noch weiß, was hier im Fahrzeug passiert und vor allem auch, was um einen herum passiert. Das Fahrzeug ist unglaublich
verwechslungsartig. Also man kann so viel hier umstellen, dass es sich wie komplett verschiedene Fahrzeuge anfühlt. Klingt erstmal komisch, ist aber tatsächlich so. Der Pilot ist nicht eingeschaltet. Denn wenn ich hier bitte jetzt gerade im Komfortmodus dahin fahre und mir dauerhaft eben von Nomi sagen lasse, was hier gerade passiert, dann ist es ein sehr angenehmes Fahren. Im Komfortmodus nimmt er nahezu alles weg. Das Luftfahrwerk macht hier wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit und ich bin dadurch hier gerade auf der Autobahn mega komfortabel unterwegs, wie ja auch der Modus heißt, und das macht das Fahrzeug nahezu perfekt. Wenn ich jetzt aber hier bei einer Geschwindigkeit von 86 km/h in den Sport Plus Modus schalte, wo mir das Fahrzeug auch anzeigt, dass ich in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen kann, und dann jetzt hier bei 86 draufklicke und einfach mal durchbeschleunige, dann bleibt nicht nur die S-Klasse hinter mir einfach stehen, nein, dann bin ich auch innerhalb von Sekunden so 190, 95, 99, 200 bei 200. Das Problem ist, dass das Fahrzeug über 200 hinaus beschleunigt, mir aber nicht anzeigt. Ich zeige euch das mal an der Stelle. So, wir fahren 198, 200 und ich kann noch mal drauf drücken, es macht noch einen Schritt nach vorn. Aber ich weiß nicht, wie viel ich gerade fahre. Ich habe kein Gefühl dafür, wie viel ich über den 200 km/h hinausfahre. Das hatten wir auch schon beim ET7 und währenddessen bremse ich ein bisschen ab, dass ihr mich besser verstehen könnt, denn die Windgeräusche sind aufgrund der großen Stirnfläche dann schon bei den Geschwindigkeiten relativ laut. Das hatten wir beim ET7 genauso und ich verstehe nicht genau, wieso man dann nicht mehr angibt, wenn es das Fahrzeug kann, sondern stattdessen einfach sagt, okay, nein, wir sagen, das Fahrzeug fährt 200, also fährt es nur 200. Und ich finde das wirklich relativ riskant an der Stelle. Das Fahrzeug fährt aber eben über diese 200 km/h und das ist ja nicht mehr der Regelfall. Und somit muss man das an der Stelle betonen. Und ich finde auch immer noch, dass es sich auch oben raus sehr angenehm fahren lässt. Man merkt aber eben eine riesige Spreizung zwischen Komfort und jetzt hier Sport Plus. Das Fahrzeug liegt viel, viel, ja, glatter auf der Straße. Es macht einfach nochmal deutlich einen Unterschied, wie hart das Fahrwerk an der Stelle ist. Und ich fahre jetzt hier 150 und trete drauf und er zieht trotzdem noch sehr, sehr gut an. Und das kennen wir ja von vielen E-Autos, dass wir gerade im oberen Bereich nicht mehr ganz so die Beschleunigung haben. Das ist hier aber nicht der Fall. Und da macht das Fahrzeug mit 480 kW Systemleistung schon wirklich einen ordentlichen Charakter. Ich schalte mal wieder um hier an der Stelle auf Komfort. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Und ich finde es tatsächlich in dem Fahrzeug sehr angenehm, einfach hier im Verkehr mitzuschwimmen, in den Komfortabstimmungen, um so eben dahin zu gleiten. Es ist ein großes Fahrzeug. Man hat auch dieses Gefühl von, es ist ein sehr luxuriöses Fahrzeug. Und da will man eigentlich auch eher komfortabel fahren, statt dann hier an der Stelle zwingend dieses Sportliche auszureißen. Es ist aber immer ganz gut zu wissen, dass es entsprechend funktioniert. Der Pilot ist jetzt im Übrigen, um auf den nochmal einzugehen, komplett eingeschaltet und man sieht auch wirklich vorne im Fahrerinfo-Display sehr, sehr schön die umherfahrenden Fahrzeuge. Man bekommt einen guten Eindruck davon, was sieht das Fahrzeug und was, ja, worauf kann ich mich einfach verlassen. Und wir testen es jetzt hier, weil vor mir gerade frei ist nochmal an der Stelle. Ich kann eben bis 180 km/h pilotiert das Ganze beschleunigen lassen, kann mich hier wirklich komplett fahren lassen. Und das ist ja bei nicht allen Systemen der Fall, dass man das auch bis zu den hohen Geschwindigkeiten machen kann. Rein theoretisch hat das Fahrzeug hier sogar nochmal eine bessere Rundumsicht, einfach nur dem geschuldet, dass der LiDAR-Sensor ja höher sitzt und dementsprechend weiter sehen kann. Und hoch sitzen ist ein guter Punkt, denn rings um einen herum sieht man kaum Fahrzeuge in dieser Höhe. Das ist schon wirklich beachtlich, was da hier an Höhe und Größe einfach auf der Straße ist, und das merkt man wirklich in vielen Momenten und nicht zuletzt auch dann, wenn einen der Wind so ein bisschen von der Seite packt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag es, in dem Fahrzeug hier unterwegs zu sein, und selbst im Komfortmodus, wenn man drauf tritt, dann passt zwar nicht mehr so viel wie davor, aber da geht schon immer noch einiges nach vorn und das macht echt Laune. Ein kleiner Hinweis dabei im Übrigen noch, ich habe hier eine Kamera, die mir die ganze Zeit ins Gesicht geht, beziehungsweise Sensoren, um herauszufinden, ob ich aktiv am Verkehr teilnehme oder ob ich dann hier abgelenkt bin. Und man wird auch des Öfteren darauf hingewiesen, auch wenn man nur so kurz die Klimatisierung einstellt, dass man doch bitte den Blick auf der Fahrbahn halten soll. Das macht man dann entsprechend und so lässt sich in dem Auto mega angenehm fahren. Das ist wirklich auf einem Level wie ein BMW iX beispielsweise, das muss man an der Stelle sagen. Und da wird der iX tatsächlich gegen den hier schwer haben, denn der ist deutlich teurer. Die meisten Sachen, die der hier kann, kann der BMW aber genauso und andersrum. Und dementsprechend ist das echt ernstzunehmende Konkurrenz. Was haltet ihr denn davon? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und wir fahren jetzt in Richtung Ladesäule. Stay.
Nach dem Fahreindruck kommen wir jetzt natürlich noch zum Laden und es sind ja auch noch ein paar Punkte offen. Zum Beispiel möchte ich euch noch den Innenraum zeigen. Wir gehen auf die Software ein und ich habe auch mein Handy damit verbunden. Das heißt, wir können uns im Detail die App ansehen. Zu Beginn aber erst einmal die Ladeleistung. Wir konnten es euch beim ET7 bzw. werden es euch auch noch mal beim ET7 zeigen bei dem Langstreckenvergleich. Das sind nicht die schnellsten Ladefahrzeuge, wenn wir sie so nennen wollen. Man kommt auf ungefähr 130, 140 kW kurzen Peak, dann fällt es runter und so kommt man auf über 30 Minuten Ladezeit von 10% auf 80%. Wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt, schaut da oben vorbei. Da haben wir das Video für euch schon einmal hinterlegt. Wir stehen jetzt hier bei Tesla einfach, dass wir für euch so ein Stück weit mehr Platz bieten können und den Innenraum besser abfilmen können, denn hier an der anderen Ladesäule, die daneben war, war relativ viel los. Wir reden noch kurz über den Preis des Fahrzeuges. Das steht bei 73.500 Euro und dann hat man zwei verschiedene Versionen. Nämlich gibt es den Akku mit 100 Kilowattstunden und mit 75 Kilowattstunden. NIO verspricht, dass er zukünftig auch noch mit 150 Kilowattstunden Feststoffbatterie kommen soll. Die ist nur angekündigt und gibt es noch nicht, aber man kann ja durch das Wechselsystem hoffen, dass man das dann irgendwann tauschen kann. Zum Wechseln kommen wir natürlich auch noch gleich. Tauschen kann man das Ganze dann aber nur, wenn man die Batterie in einem monatlichen Abo-Modell nimmt. Und da kann man dann ab ungefähr 170 Euro bis über 200 Euro, je nach Batteriegröße, das Ganze monatlich mieten und hat dann die Möglichkeit zu tauschen. Wenn ihr euch dazu entscheidet, dass ihr die Batterie kaufen wollt, dann könnt ihr das nicht mehr tauschen. Bedeutet, ihr könnt dann nur an Ladesäulen stehen und die Batterie entsprechend aufladen, denn euch gehört ja dann der Akku und dann könnt ihr ihn natürlich auch nicht tauschen, denn dann liegt er ja in irgendeiner Tauschstation und ihr müsstet ihn genau diesen Akku irgendwann wiederholen und dann geht das ganze Konzept nicht mehr auf. NIO hat aber gesagt, dass sie für den deutschen Markt es auch anbieten, dass man eben die Batterie kaufen kann und so kostet die 75 Kilowattstunden Batterie 12.000 Euro und die 100 Kilowattstunden Batterie liegt bei 21.000 Euro. Das kann man dann draufrechnen und dann liegt man eben entsprechend bei 85.000 oder 94.000 Euro, je nachdem, welche Variante man nimmt, wenn man das gesamte Fahrzeug, so wie es da steht, kaufen will. So. Jetzt haben wir über den Preis geredet und ich würde sagen, während das Auto hier noch lädt, schauen wir uns mal den Innenraum an und kümmern uns auch um die Software. Der Innenraum unterscheidet sich im Wesentlichen nicht wirklich zu dem des ET7, aber er ist natürlich einen Ticken höher und dementsprechend hat man auch einen Ticken mehr Platz im Interieur. Ich mag es aber, dass das Design gleich geblieben ist und mir gefällt es auch optisch recht gut. Mit diesem freistehenden Fahrerinfodisplay hier, einem schön knackig scharfen Head-Up-Display und diesem großen Display hier in der Mitte. Mir persönlich stehen die Displays aber einen Ticken zu sehr geneigt und egal wie ich den Sitz hier verstelle, ich komme nie in eine Position, wo ich sage, jetzt ist es für mich perfekt, ohne dann beispielsweise auch zu hoch zu sitzen. Die Details zum Innenraum gibt es aber natürlich wie immer jetzt. Unser Testwagen hat unschwer zu erkennen die braune Innenausstattung. Es gibt das Fahrzeug auch noch in weiß und schwarz. Alle drei sind aber tierfreies Leder. Mir persönlich gefällt das ja immer, wenn in dem Innenraum kein Echtleder mehr verbaut ist. Das Lenkrad, muss ich hier betonen, gefällt mir auch immer sehr gut mit diesem dunklen abgesetzten Rand. Da hat man einfach nicht immer direkt die Farbe in der Hand. Gerade bei einer weißen Innenausstattung macht das dann nochmal einen Unterschied. Der Innenraum ist neotypisch, sehr aufgeräumt und gefällt mir echt gut. Gerade auch diese Teilung zwischen dem E-Panel und dem unteren Bereich, dass sich da diese Materialien durchziehen und auch Nomi, die oben präsent drauf sitzt, das sieht alles sehr stimmig aus. Die Mittelarmlehne ist ziemlich hoch, dafür haben wir aber ein Fach im unteren Bereich und ziemlich viele Verstaumöglichkeiten. Es gibt drei haptische Knöpfe fürs Schließen, den Warnblinker und die Fahrmodes und es gibt den Gangwahlhebel auf der linken Seite. Im mittleren Bereich haben wir dann zwei Cupholder und eine kabellose Ladefläche für das Handy. Diese kann man auch ein- und ausschalten. Das ist ja immer ein Feature, was ihr euch wünscht. Die Sitze sind ziemlich bequem, auch wenn sie im unteren Bereich etwas weit aufgepolstert sind. Sie haben 14 Wege Verstellmöglichkeiten und Massage, Lüftung und so weiter. Da ist also für jeden etwas dabei. Und wir haben dann auch diese zweigeteilte Mittelarmlehne. Das kennen wir auch aus den anderen Modellen. Der Knopf für die Tür ist hier im Übrigen etwas anders. Der ist kein Knopf im Sinne eines elektrischen Knopfes, sondern man drückt ihn etwas nach unten. Und wir haben dann ein riesiges Glasdach. Dieses kann man auch öffnen. Das gefällt mir immer sehr gut, gerade bei so SUVs. Da bietet sich das an, denn das Glas muss ja nicht so gewölbt nach hinten gehen. Und dadurch hat man einfach nochmal im Sommer die Möglichkeit, dieses zum einen durch ein Rollo zu schließen, zum anderen aber aufzumachen, um etwas Luft hereinzulassen. Von diesem riesigen Glaspanoramadach profitiert man dann auch hier hinten. Und ich finde es sehr cool, dass es eben zu öffnen geht, wie wir es vorhin ja schon gesehen haben. Hier hinten hat man auch extrem viel Platz. Ihr seht es, der vordere Sitz ist sehr, sehr weit weg und meine
meine Füße passen entspannt darunter. Man kann das einfach ja kaum in Worte fassen, wie viel Platz man hier tatsächlich hat. Außerdem habe ich ein paar Features. Ich kann zum Beispiel hier die Rückenlehne elektrisch verstellen und mich so dann auch ein Stück schräger hinlegen. Und das ist alles sehr, sehr komfortabel. Und gepaart damit, dass die Mittelarmlehne hier hinten deutlich mehr ist als eine klassische. Denn man hat hier sehr, sehr viel Platz. Man hat einen USB-C-Anschluss direkt hier drin. Und ich kann die Kopfstütze praktischerweise umklappen, um das dann hier nochmal als Ablagefläche zu haben, um beispielsweise mein Handy drauf zu packen oder viele andere Dinge. So ein bisschen fehlt mir hier ein Cupholder, wo ich klassisch einfach ein Getränk reinstellen könnte. Das wäre noch wünschenswert, aber ansonsten ist das echt cool. Und wenn ich nach vorne nicht genug Platz habe, dann kann ich hier über das Touch-Display die Executive-Rücken- oder Sitzposition einstellen, sodass der vordere Sitz auf der Beifahrerseite sich dann verfährt und ich hier hinten nochmal mehr Platz bekomme und der dann auch noch komplett wegfährt. Und ich sag mal so, da habe ich hier noch mal mehr Platz als im ET7 letztens. Wenn ich mir jetzt noch die Rückenlehne nach hinten stelle und hier so ein bisschen die Lordose verstelle, das ist schon sehr praktisch. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es hier hinten keine Massage gibt, das ist nicht ganz richtig, denn es gibt weiterhin die Möglichkeit, dass man hier hinten die Entspannenfunktion nutzen kann. Und das ist so ein bisschen wie diese günstigeren Massagefunktionen, die wir auch von anderen Herstellern kennen, wo dann eben entsprechend die Lordose hinten verfährt, um so an dem Rücken massiert zu werden. Das ist dann eher so ein Rauf- und Runterbewegen, aber es ist trotzdem ganz cool. Und man muss ja nicht diese punktuelle Massage hier hinten auch haben, die wir vorn einfach auf der Fahrer- und Beifahrerposition haben. Was so ein bisschen fehlt, und auch gerade im Vergleich dann zum entsprechenden ET7, also der Limousine. Wir haben hinten keine belüfteten Sitze, auch wenn es das Muster im Sitz so ein Stück weit hergibt. Aber ansonsten fehlt es hier wirklich an nichts. Und ein Feature, was vielen von euch immer noch gefällt, ich kann hier die Scheibe komplett nach unten öffnen. Wir bleiben aber gleich noch hier hinten, denn wir haben ja vorhin gesagt, dass wir uns die App ansehen. Und wo könnte ich das besser machen als hier in der entspanntesten Position im Fahrzeug? Die NIO-App als solche ist keine reine Fahrzeug-App, das sieht man wirklich in jedem Bereich. Beispielsweise haben wir hier eine Art Blog-Übersicht, dann haben wir ein Chat-Feature, wo ihr mit anderen NIO-Fahrern ja kommunizieren könnt, und es gibt einen Store, wo man nicht nur kleine Modellautos, sondern auch Lifestyle-Produkte und Kleidung kaufen kann. Ihr habt euren Bereich und dann gibt es noch das Fahrzeug. Hier seht ihr dann alle aktuellen Informationen, zum Beispiel, dass es aktuell mit 25 kW geladen wird und ihr einen Ladestand von 98% habt. Ich finde die Animation ganz cool und das sieht auch immer ganz stimmig aus, und man kann dann hier noch ein paar Sachen einstellen. So kann ich das Fahrzeug immer öffnen und schließen. Ich kann die Fenster öffnen und schließen und auch die Heckklappe. Ich kann einen Ton abgeben, also ich kann das Fahrzeug hupen lassen, und ich kann die Klimatisierung steuern über die Temperatur und so weiter. Und man hat dann hier, wenn wir das Ganze nicht noch einmal anschauen wollen, noch einmal ein bisschen mehr Informationen. Zum Beispiel kann ich hier für den Winter und den Sommer die maximalen Einstellungen wählen, und ich kann auch den Sitz steuern. Das heißt, ich kann direkt von der Ferne aus für mein Fahrzeug schon mal die Sitzklima oder eben im Winter die Heizung anmachen. Dann bekomme ich eine Ladekarte, um zu sehen, wo in der Umgebung entsprechend Ladepunkte oder eben auch Power Swapping Stations sind, um so dann den Überblick zu haben. Und das finde ich hier ganz praktisch, denn zum Beispiel im Falle der Station in Zusmarshausen, zu der wir nachher noch fahren, sehe ich jetzt hier auch eine Übersicht der aktuell verfügbaren Akkus, die ich mir eben ziehen kann. Aktuell kann ich ja nur den gleichen Akku tauschen. Es wird aber auch zukünftig die Option geben, dass ich eben beispielsweise mit 100 Kilowattstunden hinkomme und mit 75 Kilowattstunden weiterfahre, um im Alltag nicht einen zu großen Akku mit mir rumzuschleppen und natürlich auch, um Kosten zu sparen. Man kann hier auch in der App, was ich ganz cool finde, die Batterie vorheizen. Das bedeutet, ich kann, wenn ich zu Hause weiß, ich fahre jetzt gleich eine Ladesäule, schon mal draufklicken, ein paar Minuten warten und dann losfahren, um an einer Schnellladesäule zum Beispiel bessere Ergebnisse zu bekommen. Und auch direkt im Fahrzeugbereich bekomme ich dann die Möglichkeit, Zubehör zu kaufen. Und wenn ihr noch kein NIO habt, dann könnt ihr sowohl Probefahrten als auch direkt hier die Käufe abschließen. Insgesamt ist das sehr, sehr stimmig, und die App ist nahezu immer auf die Sekunde genau aktualisiert und zeigt einem Echtzeit die Daten an. Das kann man ja nicht bei allen Herstellern sagen, und dementsprechend ist es mir dann immer wichtig, das hier an der Stelle noch einmal zu betonen. Der Aufbau vom Display ist sehr ähnlich, wie wir das auch schon von anderen Herstellern kannten. Wir haben hier unten zum Beispiel eine Musikoption. Wir haben daneben dann so eine Kachel, die wir in verschiedene Richtungen durchwischen können, um uns verschiedene Inhalte entsprechend anzeigen zu lassen. Und
und wir haben darüber eine große Karte. Diese zeigt dann relativ schön dargestellt die Umgebung an. Man hat hier bewusst wahrscheinlich auf Google Maps verzichtet, sondern ein schönes eigenes Layout dargestellt. Und das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Man kann die einzelnen Kacheln dann anklicken, um in die große App zu kommen, beziehungsweise erstmal so eine Halbansicht, dann hochziehen, um dann alles zu sehen. Das ist alles ziemlich gut. Ich bin aber manchmal ein bisschen überrascht, wie schlecht die Performance einfach von der Software ist, beziehungsweise von der verbauten Hardware, um die Software so zu ermöglichen. Denn das ruckelt schon an der einen oder anderen Stelle manchmal so ein bisschen. Hier haben wir dann zum Beispiel eine Übersicht für den Verbrauch und alles andere, was das Fahrzeug angeht, findet man hier unten, wenn man eben aufs Fahrzeug klickt. Denn hier gibt es dann alle Einstellungen, aber auch den Verbrauch und die Informationen zum aktuellen Zustand des eigenen Fahrzeuges. Hier sieht man dann auch detailliert, wo der Verbrauch zum Beispiel hingelaufen ist, und man kann auch hier alles Mögliche einstellen. Von der Ambientebeleuchtung über die Beleuchtung im Allgemeinen und vieles mehr. Da ist echt viel gegeben und man kann es dann wieder wegwischen. Außerdem gibt es noch zusätzliche Apps. So kann ich zum Beispiel hier groß das Wetter abrufen, um eben zu sehen, wie gerade das Wetter um mich herum ist. Und ich sehe dann hier auch die Kameraansichten, wenn ich das Ganze zum Beispiel auswähle. Habe dann hier auch die Optionen, wie ich mir das Ganze eben entsprechend anzeigen lasse, und ich kann das Ganze auch immer vergrößern bzw. verkleinern. Man hat dann hier echt wirklich viele Möglichkeiten. Im Homescreen hat man außerdem noch so eine Shortcut-Funktion, da zieht man von links rein, um dann hier nochmal so Kleinigkeiten direkt auswählen zu können, und unter Anpassen gibt es dann noch eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten, die da hinterlegt werden können. Da gehen wir mal wieder raus und kümmern uns kurz um die Klima. Diese öffnet sich im unteren Bereich und hat hier auch drei verschiedene Bereiche. Zum einen gibt es den Bereich Duft, den ich sehr spannend finde. Ihr seht hier zum Beispiel gerade, dass hier Abenteuer ausgewählt ist und dass in der Mitte gerade nichts drin ist. Und diese kleinen Duftschatullen hier, ich halte euch die mal in die Kamera, die stecken unterhalb der Mittelkonsole. So, die stecken wir auch entsprechend wieder rein. Da ist sie. Und dann taucht hier gleich auf, welches das ist. Und zwar ist das strahlende Sonne. Ich kann es auswählen und der Innenraum wird in diesem Duft dann entsprechend aromatisiert. Und wir haben hier dann auch die Einstellungen für die Sitze. Das heißt, ich kann die Massage einstellen, die Entspannung, die wir auch hinten dann bereits schon hatten, und auch die Sitzheizung und Lüftung. Und unter der Klimaanlage, so, dann haben wir alles, kann ich dann hier entsprechend die Luftströme einstellen und auch die automatischen Funktionen und vieles mehr. Und durch ein kurzes Wischen nach oben bekomme ich auch den Luftstrom für hinten und kann diesen sogar von hier vorne einstellen, eben auch das, was man auf dem kleinen Display dann entsprechend hinten kann. Das passt alles sehr gut zusammen, funktioniert auch wirklich praktisch, und ich kann das Ganze von hier vorne auch deaktivieren, auch wenn das Wort Stromversorgung dabei ein bisschen irreführend ist, denn das wirkt eher, als würde es sich um den USB-C-Anschluss darunter handeln, denn wenn ich hier links klicke, ist die ganze Klimaanlage ausgeschaltet. Das heißt, man hat da eben diese Differenzierung der verschiedenen Klimabereiche. Ansonsten war es das aber im Großen und Ganzen hier zu den Fahrzeugdaten bzw. zu den Einstellungen. Eine Sache müssen wir aber noch durchgehen, und das ist natürlich die Routenplanung. Und wenn ich jetzt hier aus eben dem aktuellen Standort entsprechend nach Berlin starten will, was immer so unsere Teststrecke ist für diese Routenplanungen, dann kann man das Ganze hier eingeben und man sieht, dass an dieser Stelle die Reichweite von aktuell 485 Kilometern, was das Fahrzeug gerade berechnet, nicht passen würde. Dann kann ich hier die Ladestation noch hinzufügen lassen und dann plant er mir wirklich die gesamte Route mit einem Ladestopp. Wenn ich hier hochwische, bekomme ich auch noch mal zusätzliche Inhalte bzw. die gesamte Route, und wenn ich auf Starten klicke, dann plant er mir eben diese Route durch. Ich kann dann hier über diese Ansicht sehen, wo ich lade, und durch ein kurzes Klicken auf die entsprechende Ladestation bekomme ich auch eine Info, wo ich dann eben laden werde, und so habe ich eine Übersicht. Ich bekomme leider keine Gesamtübersicht, wie der Streckenverlauf ist, wo eben noch andere Ladeorte wären, außer hier entlang dieser Karte. Das ist aber in Ordnung, und hier oben sieht man dann in einem kleinen Bereich zum einen die Ankunftszeit am Ziel und auch die Ankunftszeit direkt an der Ladesäule, und so ist das in Summe eigentlich wirklich okay. Es rechnet ein bisschen langsam nach, das konnten wir euch in diesem Vergleichsvideo zeigen, und manchmal ist es auch ein Ticken zu optimistisch, was die Routenplanung angeht, aber das kann ja nachgezogen werden und hoffentlich wird ja sowas verbessert, sodass wir dann in Zukunft hier drauf ein sehr, sehr gutes System haben. Und ich sag mal so, allein das hier vor 2 Stunden wieder eine neue Software installiert wurde und ich das vor 3 Tagen auch schon hatte, zeigt, dass ich eben entsprechend sehr, sehr gut hier drin auch aktualisiert werde und der Softwarestand, so wie er gerade ist, eben nicht für immer bleiben muss. Und dann gibt es ja noch Nomi, die smarte Sprachassistenz hier im Fahrzeug, die sich in alle Richtungen bewegen kann. So kann ich zum Beispiel sagen, hey Nomi, öffne das Fahrerfenster. Hey. Öffne das Fenster auf der Fahrerseite. Okay.
Das geht relativ einfach und auch schnell. Man muss sich nur angewöhnen, wie gerade auch zu sehen, dass man erst den Sprachbefehl gibt und dann entsprechend sagt, was man eben sagen möchte. So kann ich jetzt sagen, hey Nomi. Hey Nomi. Ja, bitte? Schalte meine Massage an. Tut mir leid, ich verfüge nicht über diese Funktion. Hey Nomi. Hey. Aktiviere meine Massage. Okay. Oft ist das Problem, dass man exakt einen Wortlaut wählen muss. Zum Beispiel schalte meine Massage an, geht nicht, aktiviere die Massage, funktioniert dann aber wiederum. Und das ist so ein bisschen schade, denn da muss man dann schon wirklich im Detail wissen, was man macht. Nomi ist aber die ganze Zeit aktiv. Das heißt, sie schaut mir zum Beispiel zu, wenn ich hier gerade am Display was mache. Und so ist sie dauerhaft dem Geschehen so ein Stück weit zugewidmet. Und auch wenn ich hier Musik abspiele, dann macht sie entsprechend eine Bewegung, irgendeine Animation oder ähnliches. Und das kann dann wahlweise mal ein Saxophon, ein Dirigent, eine Klangschale oder auch einfach ein Mikrofon sein, was sie eben in dem Moment nimmt. Es gibt aber noch mehr Optionen. So kann sie zum Beispiel anzeigen, wenn ich den Pilot aktiviere, bekommt dann eine Brille auf, wo eine Fahrspur zu sehen ist. Und sie weist dann auch auf sehr, sehr viele Sachen hin. Das ist nicht immer wirklich praktisch und manchmal nervt es zugegebenermaßen auch. Beispielsweise sagt sie einem, dass man eben jetzt bei 30% schon laden sollte, dass wir so entsprechend gemeinsam unsere Fahrt nicht mehr fortsetzen können. Und so sind ein paar Sachen nervig, viele Sachen funktionieren aber sehr gut und es wird ja zukünftig auch die Option geben, wo man dann entsprechend nicht mehr dieses sich bewegende Teil nimmt, sondern das sogenannte Nomi Halo, was nur ein kleines Element ist, was so ein bisschen aussieht wie ein Smart Speaker. Das ist zum Beispiel im ET5 serienmäßig und ist dann hier eben, ja, jetzt aktuell zwar noch Serie, aber wer weiß, wo das Ganze hingeht. Und dazu kommen wir jetzt zum Akkutausch. Wir sind mit dem EL7 gerade jetzt hier in Zusmarshausen angekommen und positionieren das Fahrzeug dabei entsprechend in der dafür vorgesehenen Markierung auf der Straße sozusagen. Im Auto kommt dann die Meldung, dass der Ladevorgang bzw. der Tauschvorgang gestartet werden kann und ab dem Moment macht das Fahrzeug den Rest komplett alleine. Das heißt, alles, was ihr jetzt hier gerade seht, macht das Fahrzeug komplett selbstständig. Es fährt nach vorne, es positioniert sich entsprechend und es fährt dann allein rückwärts in die Box. Kevin im Auto muss gerade gar nichts machen, was natürlich von Vorteil ist, denn so kann man auch nirgends ranfahren. Und dann, wenn das Fahrzeug im Auto oder beziehungsweise in der Box steht, dann funktioniert der ganze Tauschvorgang an sich. Ich finde, gerade im Auto ist es immer so ein bisschen komisch, weil das Auto ja alles um einen herum selbst macht. Man kennt es ja von dem automatisierten Parken, da ist es okay. Aber wenn man dann hier in so eine Box hineinfährt, dann ist es schon ein bisschen seltsam. Das Fahrzeug wird jetzt hier nochmal feinjustiert. Das heißt, nochmal direkt über der Position hingestellt, wo dann entsprechend der Akku ist. Und dann wird es im nächsten Schritt hochgeborgt. Das heißt, jetzt gerade nivelliert sich das System aus, es schaut, dass alles passt. Und im Fahrzeug muss man den Vorgang dann entsprechend auch noch starten. Mit diesem Bestätigen wird dann der gesamte Vorgang eigentlich wirklich erst initiiert. Das bedeutet dann, dass sich der Boden komplett öffnet. Jetzt nochmal so Spangen an das Fahrzeug entsprechend ranfahren, um das Fahrzeug anzuheben, denn es braucht ja auch so ein Stück weit den Bewegungsfreiraum, um die Batterie dann herausnehmen zu können. Jetzt sehen wir rechts und links die Stempel, die perfekt an die dafür vorgesehenen Punkte fährt, um das Fahrzeug anzuheben. Und wer dachte, der EL7 ist schon hoch, der sieht jetzt, was überhaupt noch möglich wäre. Und nein, das schafft man nicht mittels des Luftfahrwerks. Jetzt fährt von unten eine komplette Plattform an das Fahrzeug heran und löst alle Schrauben des Akkus, um diese dann entsprechend nach unten mitzunehmen. Und dann steht das Fahrzeug für eine kurze Zeit komplett ohne Akku da. Was wahrscheinlich ein sicherheitsrelevanter Punkt ist, ist die Tatsache, dass zwischen dem Akkutausch an sich das Fahrzeug nochmal heruntergelassen wird, der Boden zugeht, dann der Akku getauscht wird, um ihn eben gegen einen von den bis zu 12 Akkus, die da schon im Puffer vorgeladen sind, im Übrigen immer bis 90%, getauscht zu werden. Und erst wenn dieser dann wieder auf dem Fördergerät ist, wird der Boden geöffnet, das Fahrzeug noch einmal nach oben gefahren, um dann den neu und jetzt dann eben auch zu 90% geladenen Akku wieder in das Fahrzeug hineinzusetzen.
Wer Kevins Blick im Inneren sehen könnte, der weiß, dass er gerade gelangweilt ist, denn er kann sich zwar sein Handy nehmen, alles andere im Fahrzeug ist zum Zeitpunkt des Tauschvorgangs aber ausgeschaltet, denn das gesamte Fahrzeug wird heruntergefahren, um dann entsprechend ja, stromlos zu sein, sodass man den Akku herausnehmen kann. Wir hatten auch während der Testphase den Fall, dass wir hier waren und es ein Problem mit dem Wiederhochfahren gab. Da wollte Nomi sich einfach nicht starten und dementsprechend blieb das Fahrzeug schwarz. Dann ist aber ein Techniker hier vor Ort und kann entsprechend helfen. Und was wir jetzt im Hintergrund hören, ist das Verschrauben der Batterie. Das heißt, jetzt gerade sitzt der Akku schon wieder im Inneren, wird festgeschraubt und dann kann das Fahrzeug gleich herabgelassen werden, um wieder rauszufahren. Interessant dabei ist, dass der ganze Vorgang, so wie wir ihn jetzt hier gesehen haben, gerade einmal maximal 5 Minuten dauert. Vorausgesetzt, es funktioniert immer alles problemlos. Es müssen natürlich alle Sensoren funktionieren, es darf keine Fehlermeldung im Auto sein und auch die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Station muss gut funktionieren. Während unserer Dreharbeiten heute hat das in zwei Fällen perfekt geklappt. Wir hatten im Alltag auch mal das Problem, dass vielleicht das ein oder andere nicht perfekt hingehauen hat. Aber wie gesagt, dafür sind ja dann entsprechend die Kollegen hier vor Ort. Und wir hatten vorhin auch den Fall, dass wir hier kurz warten mussten, denn ein ET5, den wir euch auch hier auf dem Kanal schon zeigen konnten, der stand davor gerade hier drin. Und das war ein absolutes Novum, denn die letzten Male konnten wir hier einfach für uns alleine tauschen. Und jetzt gehe ich lieber weg, denn das Fahrzeug fährt langsam wieder hoch, kann rausfahren und dann ist man zu 90% geladen und kann noch kurz parken, vielleicht kurz auf Toilette gehen und dann wieder weiterfahren. Zu Hause an der Wallbox lädt der EL7 dann im Übrigen in 7,5 bzw. 10 Stunden wieder auf, denn das Fahrzeug hat serienmäßig 11 kW Ladeleistung und so könnt ihr ihn zu Hause entspannt an der Wallbox anstecken. Es ist nicht wie bei anderen Fahrzeugen 22 kW, was ich mir gerade bei dem großen Akku wünschen würde, aber es ist zumindest auch nicht wie bei vielen anderen chinesischen Fahrzeugen nur einphasig und dementsprechend ist das in Ordnung. Ein Problem gab es dann aber während des Testzeitraums trotzdem. Denn wir hatten während unserer Testphase leider das Problem, dass uns das Fahrzeug des Öfteren nicht von der Ladesäule freigeben wollte. Dann hat alles rot geleuchtet, es gab eine Fehlermeldung, aber wir haben den Stecker nicht abbekommen. Nach klärenden Versuchen mit dem NIO-Service haben wir irgendwann selbst einen Workaround gefunden und es gibt eine kleine Möglichkeit im Motorraum, einen Stellmotor zu drehen, um dann die Entriegelung zu öffnen. Die offizielle Lösung wäre gewesen, eine Abdeckung im Motorraum zu öffnen. Dazu hätte man aber ein Werkzeug benötigt, um diese Nieten öffnen zu können. Nichtsdestotrotz, wir konnten an allen Ladesäulen laden, wo wir wollten. Es ist aber öfter vorgekommen und dementsprechend möchte ich das an der Stelle einfach transparenzhalber erwähnen. Wir haben euch das ja damals schon in der noch chinesischen Variante gezeigt, aber hier im Video darf es natürlich auch nicht fehlen. Die Komfortfeatures des Beifahrersitzes und dementsprechend dann auch hier das Ende des Videos. Und so kann ich über diesen vorderen Knopf hier eine extra Fläche für meine Füße herunterfahren lassen, um die entsprechend hier drauf zu legen, dass sie höher positioniert sind. Und weil das noch nicht reicht, kann ich dann hier eine extra Beinablage hochfahren lassen. Und das gepaart damit, dass ich hier noch ziemlich entspannt mich hinlegen kann, das ist schon wirklich ein Komfort, der dann nicht nur hinten gegeben ist, wie es ja auch beim ET7 der Fall ist, nein, der hier im Falle des großen EL7 auch auf dem Beifahrersitz stattfindet. Und so kann man dann hier als Beifahrer natürlich angeschnallt sehr entspannt mitfahren. Und während ich es mir jetzt hier gut gehen lasse, zeige ich euch, dass ihr hier oben den Test des ET7 sehen könnt und hier unten unseren damaligen Eindruck von der chinesischen Variante von diesem Fahrzeug hier.